Ich hatte euch in meinem letzten Monthly Vlog gefragt, ob ich euch die Sachen, die ich alle so geshoppt habe im Bereich Beauty, mal in einen Beauty Haul packen soll. Und ihr habt alle geschrieben, oder viele haben geschrieben, ja, 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 mach auf jeden Fall. Deswegen habe ich die Sachen, das sind aber wirklich Sachen, die ich teilweise schon lange habe, aber die ich euch alle noch nicht gezeigt habe, hier mal zusammengesammelt auf dem Tisch und werde sie euch jetzt zeigen. Einige Sachen sind auch von meiner Wunschliste 2018. Beginnen wir mal gleich mit solch einem Produkt. Und zwar habe ich euch gesagt, dass ich bei Tati in einem Video gesehen habe, dass sie meinte, das ist das beste Duschgel. Sie und ihr Mann benutzen nichts anderes. Jedes Mal, wenn sie was anderes benutzen, kommen sie dahin zurück. Das ist von Sol de Janeiro Brazilian Foreplay Moisturizing Shower Cream Gel. Oh. In der Duftrichtung, glaube ich, Pistachio Karamell. Es riecht sehr, sehr gut. Ich habe mal von Jana diese dazugehörige Bum Bum Cream ausprobiert und die roch so gut und tagelang haben wir danach gerochen. Es riecht genauso. Sehr, sehr angenehm, sehr, ich finde, es riecht nicht nach Pistazien Karamell, sondern einfach so fruchtig, frisch. Nicht zuckersüß, nicht zu frisch, einfach sehr, sehr angenehm und erinnert so ein bisschen an Rio de Janeiro, so dieses Sommerliche. Aber ob das jetzt so feuchtigkeitsspendend ist, wie sie sagt, das muss ich noch testen. Dann habe ich das hier bei DM entdeckt und dachte, hey, das musst du mitnehmen. Ihr wisst vielleicht, dass ich von Aesop diese Handseife vergöttere, auch gekauft habe und dann mit irgendwas aufgefüllt habe. Aber ich kann den Geruch irgendwie nicht mehr riechen von diesem Nachfüllding, was ich mal gekauft habe. Und ich habe nicht eingesehen, 35 Euro für die Seife von Aesop wieder zu bezahlen. Deswegen habe ich mich mega gefreut, als ich sowas in der Art von der Ästhetik bei DM gefunden habe. Von der Eigenmarke Number 12. Handseife mit Hafer und Sanddorn. Ich glaube, ich habe mittlerweile alle drei Sorten schon durch. Die riechen alle angenehm, nicht atemberaubend, auf gar keinen Fall annähernd so gut wie die von Aesop. Das hier jetzt, Hafer und Sanddorn, riecht sehr, sehr mild, sehr frisch. Nicht wirklich blumig oder irgendwie was, sondern wirklich sehr, sehr frisch. Aber die trocknen nicht so extrem die Hände aus und es sieht einfach schön im Bad aus. Dann habe ich euch erzählt von dieser Marke Briogeo und von der wollte ich einige Sachen ausprobieren, aber ich bin scheinbar nicht die Einzige, denn ich habe die Sachen so lange gesucht, statt auf irgendwelchen Wartelisten für dieses Shampoo. Es ist wirklich unglaublich, scheinbar die Marke im Moment zu sein. Auf jeden Fall wollte ich das Scalp Revival Charcoal Coconut Oil Micro Exfoliating Shampoo ausprobieren. Und das kommt hier in solch einem Gefäß und sieht so aus. Riecht sehr extrem nach After Eight, finde ich. Also so den Minzgeruch-Geschmack von After Eight. Und das packt man sich eben in die Haare, schäumt nicht auf oder so, aber soll eben auch für Schuppen sehr, sehr gut sein. Also wenn ihr so empfindliche Kopfhaut habt, deswegen bin ich sehr gespannt. Und auch von der gleichen Marke, das hatte, glaube ich, Kathleen Lights empfohlen. Das ist aus der Rosaco Milk Reihe, das Reparative Leave-In Conditioning Spray. Und bei der Marke ist übrigens besonders, dass da keine Sulfate drin sind, keine Silikone, keine Parabene. Und noch andere Sachen nicht. Keine Phthalate, keine künstlichen Farbstoffe, blablabla. Auf jeden Fall sehr natürlich angehaucht und dieses Leave-In-Spray, meinte sie, macht ihre Haare wohl sehr, sehr weich und geschmeidig und ihren Haaren geht es damit sehr, sehr gut. Deswegen wollte ich das unbedingt ausprobieren. Dann auch aus den USA, das habe ich euch einfach noch nicht gezeigt gehabt, aber habe ich auf jeden Fall in den USA gekauft. Von Cremo habe ich auf Twitter gesehen. Random. Und zwar die Moisturizing Concentrated Shave Cream in der Duftrichtung Coconut Mango. Okay, hier ist gerade noch das Dings drüber, dass ich das nicht riechen kann. Aber das soll die beste Rasiercreme sein, weil ich finde auch, dass Rasiergele sehr, sehr austrocknend sind. Und gerade meine Schienbeine sind immer sehr, sehr trocken, leider. Und deswegen fand ich das immer so blöd. Und in den USA gibt es wohl das hier schon ganz, ganz lange. Ist auch made in USA und es ist eben eine Creme, die zum Rasieren da sein soll, die die Klingen nicht verkleben soll, aber gleichzeitig die Beine eben schön pflegt und nicht austrocknend. Und die Idee fand ich sehr, sehr gut. Dann habe ich mir, bevor ich das von Briogeo bestellt habe, diese beiden Sachen hier gekauft. Auch auf Empfehlung hin und zwar von L'Oreal
El Vital Anti-Haarbruch-Pflegendes Aufbau-Shampoo. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jemals schon mal von der Reihe was gekauft habe. Wenn, dann ist es schon viele, viele, viele Jahre her. Bestimmt 10 mindestens. Und das habe ich jetzt schon gesagt, Anti-Haarbruch, pflegendes Aufbaushampoo und die Wunderaufbaukur zum Ausspülen, die man nicht einwirken lassen muss. Angeblich ist für trockenes, strapaziertes oder brüchiges Haar. Was ich auf jeden Fall habe und scheint ein Klassiker zu sein, weil diese Flasche gab es bei DM auch in riesengroß, in Maxi-Format und das spricht ja eigentlich für sich. Deswegen dachte ich, ab und zu benutze ich auch gerne mal etwas, was einfach sehr schön reinigend ist, wo auch Sulfate drin sind, einfach abwechselnd mit einem Shampoo, was eben eher mild ist. Bleiben wir bei Haaren. Ich weiß nicht warum, aber ich bin im Moment so auf Haare fixiert. Und zwar habe ich das auch bei Twitter gesehen, glaube ich. Und zwar heißt sie Agatha und ich gebe sehr viel auf ihre Meinung. Und sie meinte, dass sie dieses Produkt sehr, sehr gut findet für Volumen in den Haaren. Das ist von Balea, das glamouröse Zuckerspray, glänzend und strähnig. Und da steht da, starker Surfer-Style soll das machen. Und sie meinte, sie gibt sich davon sehr, sehr viel in die Haare, föhnt es und kriegt dadurch richtig viel Volumen. Kann ich bestätigen, man bekommt auf jeden Fall Volumen, aber man merkt es auch sehr stark in den Haaren, finde ich. Also es ist jetzt nicht so was ganz, ganz Leichtes, was man nur ganz leicht in den Haaren spürt, sondern man merkt es schon. Aber was ich witzig finde, ist, dass das extrem nach Zuckerwatte wirklich riecht. Also hier steht ja Zuckerspray und es riecht wirklich nach Zuckerwatte. Und wenn man sich damit einsprüht, das riecht so lecker, ein bisschen wie Prada Candy, finde ich. Finde ich sehr angenehm. Ich habe nur ein bisschen Angst, weil der zweite Inhaltsstoff ist Alkoholdenat, wie sehr das meine schon sehr trockenen Haare austrocknet. Deswegen benutze ich es nicht so oft. Und auch Haarprodukt. Und zwar mit der gleichen Bestellung wie die Briogeo-Produkte wollte ich doch unbedingt dieses Invisible Oil Shampoo von Bumble & Bumble ausprobieren. Und ich habe gesehen, dass sie das dort in dem Shop hatten, die das in so einer kleinen Reisegröße, 60 ml. Und ich dachte, probiere ich aus. Ich bin eh oft unterwegs und habe dann immer irgendwas mit dabei. Und so kann ich das gleich mal so testen. Dann habe ich mir bei DM gekauft, davon hatte ich euch auch in meinem Wunschliste-Video erzählt, dieses Duo hier von Echo Tools. Die haben so Make-up-Schwämme rausgebracht und zwar so ein Set mit einem kleinen und einem großen. Ihr seht, der kleine ist immer noch in der Verpackung. Den großen benutze ich jetzt schon eine Weile, ist auch dementsprechend dreckig. Aber ich muss sagen, Kathleen Leitz hat den ja empfohlen und davon so geschwärmt. Ich finde, der ist sehr, sehr fest. Erinnert mich an die neue Formulierung von dem von Real Techniques. Nicht annähernd so fluffig wie der Beauty Blender. Und deswegen trage ich damit sehr, sehr selten Make-up auf. Ich finde, der verschluckt auch richtig viel Foundation. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich kriege das kaum raus. Ich benutze den jetzt sehr gerne zum Fixieren vom Concealer und zum Baken. Aber sonst für Foundation, sagt mir mal bitte, was ich da machen muss und ob ihr den mögt. Ich habe keine Ahnung, aber für mich funktioniert der irgendwie nicht für Foundation. Dann hatte ich euch auch im Vlog erzählt, dass ich von Charlotte Tilbury ein Paket geschickt bekommen habe und ich das total witzig fand, weil ich kurz vorher selber bestellt hatte. Und zwar habe ich mir einmal nachgekauft die Instant Magic Facial Dry Sheet Mask. Immer noch beste Maske, die ich jemals benutzt habe. Meiner Meinung nach wirklich verzaubert das Gesicht, gibt euch Strahlen, Glow, wow, in 15 Minuten. Und das hier habe ich in so vielen Jahresfavoriten gesehen, dass ich meinte, ich brauche das, ist das Airbrush Flawless Finish Puder in der Farbe Medium, habe ich mir das jetzt geholt. Passt auch sehr, sehr gut zu meinem Hautton im Moment. Und da bin ich gerade noch am Testen. Und ich glaube, die letzten beiden Produkte sind auch Make-up-Produkte. Einmal habe ich mir diese Paradise Mascara von L'Oreal gekauft. Die mache ich jetzt nicht auf, weil ich gerade noch eine leer machen möchte. Aber sieht so aus, Roségold, super schön. Und davon schwärmen auch sehr, sehr viele Leute. Deswegen habe ich gesagt, die muss ich unbedingt ausprobieren. Obwohl Mascara halt immer so ein Ding ist, ne? Das ist bei manchen Leuten super und bei manchen nicht super. Und als letztes noch von Too Faced Born This Way Naturally Radiant Concealer in der Farbe Medium habe ich mir bei Sephora mitgenommen, als ich in der Kasse, also schon anstand an der Kasse. Und die haben ja da immer so diese Reisegrößen. Und da nehme ich mir immer gerne was mit, was ich eh schon probieren wollte, wo dann eben wenig drin ist. Lohnt sich Preis-Leistung nicht unbedingt, aber wenn man eben nicht weiß, wie man es findet, finde ich, braucht man trotzdem nicht das große Ding davon in Originalpreis und Originalgröße. Und deswegen bin ich sehr gespannt, denn auch hiervon schwärmen doch viele Leute.
Und das war's zu meinem Beauty Haul. Mein Mund ist schon ganz trocken. Ich habe so schnell und so viel geredet. Auf jeden Fall hoffe ich, dass das Video euch gefallen hat. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welche der Produkte ihr schon ausprobiert habt. Kommt ihr mit diesem Sponge klar? Habt ihr vielleicht schon mal dieses Shampoo benutzt? Oder benutzt ihr das auch schon seit 20 Jahren oder so und denkt, pff, gar nichts Neues? Und dann hoffe ich, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Muah.